Ich arbeite auf dem Gebiet der Mensch-Maschine-Interaktion und untersuche, wie sich diese durch den Einsatz innovativer KI-Technologien optimaler gestalten lässt. Kommunikation mittels Sprache, Gestik, Mimik oder Haptik erlernen Menschen quasi von Geburt an. So ist es eigentlich naheliegend, Maschinen so zu konstruieren, dass die Interaktion mit diesen auf den bereits erlernten Kommunikationskanälen aufsetzen kann. Letztlich geht es um die Frage, wie man Bedienkonzepte von Maschinen an den Menschen anpasst, um Menschen die Anpassung an Maschinen zu ersparen. Ganz aktuell beginnen wir ein spannendes Forschungsprojekt auf dem Gebiet Mensch-Roboter-Interaktion. Zusammen mit internationalen Partnern werden wir uns der Herausforderung widmen, wie sich ein KI-System kontinuierlich während der Interaktion mit Nutzerinnen und Nutzern durch sozialsensitives Lernen an deren kulturellen Hintergrund anpassen kann. Es ist ein Privileg, dass ich mir eigene Ziele setzen kann, etwa Technologie zu entwickeln, die die Autonomie von Menschen erhöht und, wenn es gut läuft, zu sehen, wie diese von Menschen im Alltag genutzt wird.